Je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat, kann das Leben sehr unterschiedlich sein. Vor allem, wenn man viel davon hat. Danke, dass du meine Tür geöffnet hast. Ja, so sieht es aus, wenn man mega reich ist. Miss Julie? Oh, ich komme. Und du kannst etwas weniger Geld haben und trotzdem als reich gelten. Dass Papa mir ein neues Auto geschenkt hat, war genial. Egal, lass uns einkaufen gehen. Aber arm zu sein ist viel schwieriger. Wo ist dieser blöde Bus? Es ist so langweilig. Ein kleines Spiel könnte alles beheben. War das der Bus? Oh nein! Komm zurück! Bitte! Kann ich atmen? Kein Auto zu haben ist das Schlimmste. Oh, Mann! 24. 25. Ja, weitermachen. 26. 27. Bereit, beeindruckt zu sein? Sie schießt, sie trifft. Sowas bringt einem Pro-Training. Ich hab's. Hab's geschafft. Oh, Alex. Was gibt's? Oh, erzähl mir alles. Ich bin einfach hier. Ja, immer noch da. So schwer. Oh. Und ich so, natürlich gehe ich mit dir. Ich kann nicht mehr lange halten. Oh. Tschüss. Was ist los? Na, leg es runter. Oh, wenn Sie das sagen. Bis morgen. Okay. Schon okay. Ich spüre, wie mein Stress schmilzt. Schon gut. Fast geschafft. Oh Mann. Wow. Einfach hoch, hä? Klingt einfach. Los geht's. Oh nein. Richte deinen Rücken auf. Nein, lass mich dir helfen. Sei sanft. Strecke die Beine und der Hintern hebt dich natürlich. Upsi. Das muss der Frühstücksburrito sein. Okay. Aber wir haben heute keine Zeit mehr. Tschüss. Wir sehen uns morgen hier. Oh, warte. Ich habe dich doch noch nicht bezahlt. Oh, tja. Wer braucht ein schickes Fitnessstudio, um zu schwitzen? Die frische Luft ist sowieso alles, was ich brauche. Sag bitte nicht, dass das ein... Nein. Es war ein Haufen Hundescheiße. Warum passiert das immer mir? So peinlich. Ekelhaft. Okay, versuchen wir es noch einmal. Was? Wer stellt hier Hundefutter raus? Egal. Oh, ich hab dich nicht gesehen, Fido. Ich bin noch niemals so schnell gelaufen. Puh. Moment, der Wetterbericht sagte nichts von Regen. Könnte dieser Tag noch schlimmer werden? Oh nein! Ich dachte, Training sollte entspannend sein. So viel Leckeres. Also bitte goldene Nudeln. Oh, natürlich. Ich komme gleich wieder. So ein guter Service hier. Oh, hallo. Hier ist es schön. Mhm. Wann immer Sie bereit sind, Miss. was ist hier das Billigste? 20 Dollar? Den da bitte. Ja, sicher. Dann warte ich wohl einfach. Sollte bald hier sein. Oh. Ihre goldenen Nudeln. Danke. Es sieht wirklich schön aus. Echtes Gold? Aha. Und der Geruch? Ah, köstlich. Ich kann es riechen. Miss, Ihre Nudeln. Oh Mann, ich bin am Verhungern. Guten Appetit. Der erste Bissen ist immer der beste. Okay. Ah, das schmeckt so gut. Wer würde so jemanden großziehen? Oh, dann vielleicht ein bisschen kleiner. Und die Gabel drehen? Einfach köstlich. Oh, schon in Ordnung. Endlich kann ich in Ruhe essen. Sie schmecken so gut. Mehr. So, viel besser. Oh, gut. Der letzte Bissen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, sind Sie fertig? Nun sieht so aus, als wäre ich auch fertig.
Fertig? Ihr Teller ist leer. Ja, erraten. Ich bring dann die Rechnung. Ja, ich bin soweit. 1000? Kein Problem. Mhm. Aha. Wow. Sie nehmen Bargeld, richtig? Schon, ja. Hurra. Würde sagen, es war ein gutes Mittagessen. Es ist so warm hier. Ihre Rechnung. Kein Problem. Hier. Oh, Miss. Das ist ein 5-Dollar-Schein. Wo sind die anderen 15? Oh, das ist 20. Weißt du, das ist nun lustig. Ich glaube, ich habe noch was hier. Und noch, oh, hier. Danke. Das war knapp. Ihr Flaschenwasser. Halt. Hm? Fräulein Julie, trinkt nur Sprudel. Ja, Sir. Sie kennen mich sehr gut. Zum Wohl, Miss. Mh. Immer erfrischend. Ihre Speisekarte. Gib mir das. Oh. Bitte sehr, Miss. Es sollte eine große Auswahl geben. Was gefällt Ihnen heute Abend? Haben Sie Fragen? Fragen? Ja. Fragen, hä? Haben Sie sich entschieden? Ich möchte alles, bitte. Alles bringen, und zwar sofort. Ja, gleich, Sir. Ihr Abendessen ist. Soll ich es servieren? Ja. Oh, na gut. Bitte sehr. Pizza mit Juwelen. Sehr schön, aber schmeckt es auch? Ich werde es bewerten. Hm? Ja, Miss. Spuck es aus. Hm. Du hast sie gehört. Raus mit dem hier. Ja, sofort, Sir. Als nächstes die Sushi-Vorspeise. Mhm. Servieren Sie. Guten Appetit. Das ist die Spezialität des Chefs. Ah, sieht ganz gut aus. Das sieht am besten aus. Oh, das riecht eklig. Nein, danke. Schaffen Sie es aus den Augen. Sofort. Natürlich, Sir. Dieses Gericht wird Ihnen bestimmt schmecken. Guten Appetit. Mhm. Sieht aus, als hätten wir ein leckeres Dessert. Ich hoffe, diese Trauben sind sauer genug. Hm? Schmeckt mir. Sie mochte die Traube sehr. Mhm. Wirklich? Sie hat eine gegessen. Ich bin satt. Bis gleich im Auto. Wie Sie wollen. Miss? Wo ist sie hin? Das geht sie nichts an. Ich habe ihre Bezahlung. Das sollte genügen. Auf Wiedersehen. Ja, klingt gut. Danke. Kann ich mich anziehen? Ihre Kleider warten auf Sie. Elektrischer blauer Rock? Heute nicht. Zugebagt. Nächstes? Dann haben Sie vielleicht eher Lust auf... Ah, natürlich. Paletten. Das ist eher ein Look für die Nacht. Vielleicht ein bisschen Farbe? Ah, nichts davon ist gut genug. Ich fühle mich gerade sehr gestresst. Einkaufen hilft mir immer, mich zu beruhigen. Ich werde sie entsorgen lassen. Ich weiß nicht, worauf ich Lust habe. Etwas Geblümtes? Ich denke, das könnte funktionieren. Oh, nun gut. Kommt sofort. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ja, ich sehe. Nur ein paar Messungen. Aha. Ja, perfekt. Geben Sie mir nur eine Minute. Eine ganze Minute, hä? Ich hasse es, hier zu warten. 3, 2, 1. Das Kleid? Oh, ich hoffe, es gefällt Ihnen. Tada! Perfekt auf Sie zugeschnitten. Es ist wunderschön. Deshalb zahlen Sie mir das große Geld. Es ist genau das, wonach ich gesucht habe. Perfekt. Ich weiß, nicht wahr? Welches Auto möchten Sie heute haben, Miss? Ach, es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es einen schnelleren Weg. Was Sie wollen, bekommen Sie. Herr Julie bereitet sich jetzt auf den Abflug vor. Toll! Ich bin so bereit für die Tanzparty. Das viele Üben sollte sich lohnen. Und dieses süße Outfit ist auch gut. Ich werfe noch einen letzten Blick auf mich. Muss sicherstellen, ich sehe gut aus. Aber es könnte besser sein. Oh, mehr Glitzer? Aber es ist nicht ganz richtig.
Wie wäre es mit einem engeren Kleid? Das ist ja super süß. Aber immer noch nicht gut genug. Oh, ich habe einen Gewinner, meine Damen und Herren. Es sitzt genau richtig. Und diese Schuhe sind der Hammer. Aber nichts ist komplett ohne ein paar goldene Accessoires. Das macht die Dinge wirklich interessant. Und meine Fahrt? Juhu! Ich werde da sein. Ich sollte mich wohl anziehen. Wenn ich meine Pyjamas tragen könnte. Igitt, es gibt nichts hier drin. Könnte das funktionieren? Das glaube ich nicht. Sind diese Pullover überhaupt sauber? Nein, glaub nicht. Habe ich das aufgekauft? Also, natürlich nein. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht sollte ich über den Schrank schauen. Moment, die Antwort ist genau hier. Herr Bär, gehen Sie zur Seite. Ich muss hier schauen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ganz vergessen, dass das da war. Bereit? Zeit für die große Enthüllung. Es ist so bezaubernd, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Ich habe die passende Hose dazu. Also, das nenne ich ein Outfit. Hoffen wir, dass es mir gut passt. Daumen drücken. Nun, ich denke, es passt wie angegossen. Jetzt heißt es nur noch feiern. Oh, Moment. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe mein Frühstück von heute aufgehoben. Ein altes Croissant. Ah, du kommst mit mir. Juhu. Nur noch ein paar Haltestellen. Oh, es wird ein bisschen eng hier drin. Ich kann kaum noch atmen, Leute. Okay, jemand trägt definitiv kein Deo. Puh, gut, dass das vorbei ist. Oh nein, mein Croissant ist total ruiniert. Das ist wie ein alter Pfannkuchen. Das war's mit dem Mittagessen. Ich habe immer so ein Glück. Ja, alles klar. Okay, wir sehen uns später. Bye, bye. Armani, du hechelst aber doll. Ist dir heiß? Oh mein Gott, du glühst ja förmlich. Mein Baby ist krank. Ich muss Hilfe rufen. Hallo? Ja, mein Baby Armani ist krank. Hallo, Fräulein Betty. Wie ich höre, ist Armani ihr Hund krank. Ich werde ihn mir mal genauer anschauen. Komm her, Armani. Jetzt leg dich hin. Das ist ein braver Junge. Ich dehne meine Finger noch ein bisschen. Okay, Armani, warum sagst du mir nicht, was dich bedrückt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was stimmt nicht mit ihm? Also seine Ohren sehen schön sauber aus. Und schlapp, sind Schlappohren nicht die besten? Aber schauen wir weiter. Oh, er hat einen sehr schönen Bauch. Gut zum Kraulen. Okay, jetzt höre ich seine Lungen und sein Herz mit einem Stethoskop ab. Oh je, ist das wirklich so ernst? Hier ist nichts. Und hier? Warte, ich hab etwas. Verzeih, Armani, aber ich muss deinen Bauch ein bisschen reiben und massieren. Okay, bleib so, Armani. Ich habe noch etwas zu tun. Ich beuge jetzt dein hinteres Bein, um den Druck zu verringern. Oh weh, das sieht so ernst aus. Komm schon, Armani, du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh. Oh je, das ist ja ekelhaft. Ist es überall in meinem Gesicht? Hier, der Lohn für ihre Zeit und Mühe. Danke, Armani, dich möchte ich so schnell nicht wiedersehen. Yikes. Oh, Armani, ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht. Du bist Mamis braver Junge. Ja, das bist du. Nur noch ein paar Striche hier und hier. Oh, oh nein! Armani, ich habe deinen Schwanz angemalt. Das können wir nicht so lassen. Ja, Fräulein Betty? Ach du meine Güte, na klar, komm, Armani, lass uns dich sauber machen. So viele Chihuahuas. Hallo, wir haben einen Doggy-Sparnotfall. Armani hat rosa Flecken am Schwanz. Ach du meine Güte, was für ein süßer, süßer Junge. Schau dir sein Gesicht an. Okay, Armani, ab in den Pool mit dir, damit wir dich baden können. So ein braver Junge. Mensch, das klappt nicht richtig. Du hast recht. Lass uns den Schlauch nehmen. Ich denke, damit geht's besser. So ist's gut. Und er ist so ein braver Junge, der keine Angst vorm Wasser hat. Okay, jetzt ist er schön nass. Shampoonieren wir ihn ein. Und vergiss nicht, seine Pfoten zu massieren. Brave Armani, schüttel all das schmutzige Wasser ab. Zeit fürs Handtuch. Wir müssen ihn schön trocken rubbeln. So ist's gut. Das fühlt sich gut an. Stimmt's, Armani? Kein nasses Fell mehr. Trockne sein Gesicht, damit ich das Massagegerät an seinen Wangen benutzen kann. Ja, genau so. Fühlt sich das gut an, Armani? Entspanne deine Muskeln und lass mich sie massieren. Jetzt kommt die Nackenmassage. Du bist bestimmt ganz schön verspannt wegen des Halsbands. Achte auch auf die Haare an seinen Beinen. Lass mich noch deine Krallen feilen. Armani, Baby, Mami ist da, um dich abzuholen. Was? Was soll das?
Das ist ganz und gar nicht okay. Oh, wirklich? Tut mir leid. Mein Baby Armani ist königlich und sollte auch so behandelt werden. Ja, Fräulein? Oh, schon besser. Goldene Fliege und eine Krone. Genau, was er verdient. Los, komm, Armani. Mami hat noch Dinge zu erledigen. Puh, das war ein harter Brocken. Armani, Mami hat einen neuen Snack für dich. Hier hast du ihn. Lass dir deinen Hundekeks schmecken. Du hast ihn dir verdient. Weißt du was? Du bist so ein braver Junge, dass du dir noch einen verdient hast. Du bist Mamis kleiner Engel. Ich liebe dich so sehr. Lass mich dir noch deinen Bauch kraulen. Warte, Moment mal. Was ist das? Mein Baby hat zugenommen. Er ist pummelig geworden. Armani darf kein dicker Hund werden. Nein, nein, nein. Ich muss jemanden anrufen. Hallo? Ja, ich habe einen Notfall mit meinem Hund Armani. Mach dir keine Sorgen, Baby. Mami kriegt das schon wieder hin. Aber keine Kekse mehr. Hallo, ich mache dich schlank, stark und fit. Steh auf, wir fangen gleich mit dem Workout an. Wer, ich? Oh nein, 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 ich bin okay, aber mein Armani nicht. Warte, Armani der Hund? Ich weiß nicht. Wenn du bezahlt werden willst, dann kümmere dich um ihn. Oh, okay. Ich habe aber noch nie mit einem Hund gearbeitet. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Eins, zwei, drei. Wir machen jetzt ein paar Kniebeugen. Die sind gut für deinen Rumpf und deine Oberschenkel. Wie findest du das, Armani? Glaubst du, du schaffst das? Hey, wir wollen doch trainieren, nicht relaxen. Komm schon, deine Mami bezahlt mich dafür, dass du in Form kommst. Vielleicht probieren wir etwas anderes aus. Probieren wir es mit den Gewichten. Muskeln machen dich stark. Beginne mit ein paar Wiederholungen, dann sehen wir weiter. Was? Armani, du versuchst es ja nicht mal. Und was ist mit dem Hula Hoop? Das macht eine Menge Spaß. Oh yeah, das bringt dein Powerhouse in Schwung. Na gut, wie wär's, wenn du damit weitermachst? Okay, steh jetzt auf und fang an. Oh, Armani, du versuchst es ja nicht mal. Du bist fett und faul und wirst dich nie ändern. Du bist ein böser Hund. Ah, nein, hör auf, mich zu jagen, Armani. Böser Hund, sitz, bleib, leg dich hin. Ah! Ich kann nicht mehr wegrennen. Hallo, ich bin wieder da. Bist du mit Armanis Training fertig? Das ist toll, aber du musst jetzt jeden Tag kommen. Niemals, das geht auf keinen Fall. Jetzt bezahl mich bitte. Oh, gut, ich zähle nur noch den richtigen Betrag ab. All das ist der richtige Betrag und das auch noch. Ich bin hier raus. Oh, die war ja unfreundlich. Wenn du unendlich viel Geld hättest, was würdest du zuerst kaufen? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren.